So, und weiter geht's. Ja, um euch ein bisschen Arbeit zu ersparen beim Zugucken, habe ich mal wieder, jetzt pass auf, habe ich mal wieder ein bisschen gelevelt. Also nicht viel. Wir sind jetzt Stufe 6. Stufe 6. Und Stufe 6. Ich habe einfach nur drei, nee, zwei Level. Zwei Level noch gemacht für jeden. Und ja, 10 Level fehlen. Oh, nur 10 Level. Aber hey, wir laufen hier schon mal rum. Ja, alles wie es sein soll, ne? Hey, wir haben auf jeden Fall was zum Abgeben. Wir machen hier erstmal Thaumaturgenparty. So, ja, hier ist Gladdy. Du bist es wieder. War deine Jagd von Erfolg gekrönt? Ja, war es. Ja. Oh, wie ich sehe, war sie es tatsächlich. Du hast die Murmelhörnchen, du hast das Murmelhörnchen gut ausgezeichnet. Ist von unschätzbarem Wert für die Zusammenstellung meines Kompendiums. Werde ich in meiner Danksagung im Vorwort nicht unerwähnt lassen. Doch von Lobpreisung kann sich niemand etwas kaufen, nicht wahr? Hier, nimm das kleine Obolus als Ausgleich für deine Mühen. Geil. Einmal verkaufen. So. Taumaturg. Der Taumaturg ist weiter als unser. Nee. Du trägst einen zufriedenen Gesichtsausdruck einer Magierin zur Schau, die ihre Feinde völlig ausgelöscht hat. Ich heiße dich offiziell in der Gilde der Taumaturgen willkommen. Sinn und Zweck dieser Prüfung war es, deine Kapazität für das Sog der Taumaturgen auszuloten. Langgeborene Eigenschaft der Grenzen von dem Niveau ätherischer Energie abhängen, die durch deinen Körper fließt. Äther, der Ursprung allen Lebens, kommt mehr oder weniger in allen lebenden Kreaturen vor. Behalte das stets im Hinterkopf. Es ist eine der grundlegenden Tatsachen der arkanen Manipulation. Mit zunehmender Erfahrung erweitert sich deine taumaturgischen Fähigkeiten. Der Qua Quell deiner magischen Macht schwillt zudem im Moment großer Gefahr und Not an. Wenn du das nächste Mal auf der Suche nach einer großen Herausforderung bist, dem Nervenkitzel einer außerordentlichen Gefahr suchst, dann weißt du, dass es an der Zeit ist, mich wieder aufzusuchen. Können wir auch direkt machen. So. Du kannst deine aufkeimende Stärke mit deiner ungeübten sterblichen Hülle kaum im Zaum halten. Du brauchst eine weitere Prüfung. Von dem Tag an werden deine Aufgaben und Herausforderungen gemäß den Lehren in Taumaturgie der Gehen in den Abgrund gestellt. Einem Band aus der Feder des berühmten Taumaturgen Tsutsumaya. Meine Brüder, die den bitteren Geschmack der Niederlage nie schmecken mussten, werden dich in den bedeutenden Lektionen unterweisen, die sie den vier umfangreichen Kapiteln dieses vorbildlichen Werkes entlehnt haben. Du wirst viel über die Gefahren lernen, mit denen ein Anwender unserer Disziplin fertig werden muss. Das erste Kapitel, die Gefahr der Nähe, fällt in Kokobigos Bereich. Es ist nur passend, dass jemand, der nahe Nähe so abgeneigt ist, dir die Weisheit dieses Kapitels näher bringen soll. Okay. Aha! Ach ja, Ash, ich habe dich bereits erwartet. Erlaube mir, dir die relevanten Passagen aus dem Einführungskapitel von Tsutsumayas Leitfaden vorzulesen. Die Gefahr der Nähe. Ach, wie prächtig die Macht, die wir beherrschten, doch ist. Tosende Flammen, brechendes Eis und erschütternde Blitze sind der Faust, dem Schwert und dem Speer weit überlegen. Aber der stramme Krieger verbreitet Furcht mit jedem Schritt, den er sich nähert. Fäuste zerschmettern Knochen, Klingen schneiden durch Fleisch, Speere spießen weiche Bäuche auf. Kenne diese Gefahr und bewahre Abstand zu jenen, die dies praktizieren. Puh, bei diesem letzten Abschnitt wird mir immer etwas flau im Magen, egal wie oft ich ihn auch re rezitiere. Die Lehre, die daraus zu ziehen ist, sollte jedoch klar sein. Halte deinen Gegner auf Distanz. Mal abgesehen davon, welche Qualen du erleiden würdest, wenn du geschlagen werden würdest oder aufgespießt. Oder Schlimmeres. Du würdest ziemliche Probleme haben, eine Zauberformel zu vollenden, während ein Feind seine Waffe in deine Richtung schwingt. Daher schlägt ein weiser Taumaturg immer aus der Entfernung zu. Je weiter
weg, desto besser. Nun, lass uns mit deiner Prüfung fortfahren. Nimm diesen trockenen Fisch und platziere ihn in der Nähe des Silberbazars. Zieh dich dann ein komfortables Stück weit zurück. Warte auf einen Geier, der sich auf das Fleisch hermachen will. Okay. In dem Moment schlägst du zu und überrascht die garstige Kreatur mit einem Speerfeuer aus tödlichen Zaubern. Wenn du den Arztfresser erledigt hast, solltest du ein ordentliches Stück Geierfleisch für Fafafono sichern. Er hat nichts dagegen, wenn wir Prüfungen in der Nähe des Bazars abhalten, solange er dafür entschädigt wird. Ja, Ash, wir bezahlen ihn mit frisch geschossenem Geflügel. Lol. Okay. Gut. Na dann. So, als nächstes bei Glady. Okay. Und dass er weiter weg ist mit den Erfahrungspunkten. Seltsam. Ah ja. Hier bin ich falsch. Hier habe ich nicht... Nein, das auch nicht. Hier habe ich nichts zu suchen. Ah, mal nach hier bitte. Ich wurde von der Scheißmücke gestochen. Es juckt alles. Du hast den Marienkäfer von die Fühle ordentlich verbogen. Stramme Leistung, meine Freundin. Ehrlich gesagt hätte ich mir von einem offensichtlichen Grünschnabel wie dir nicht viel versprochen. Du hast mich angenehm überrascht. Hier ist deine Belohnung. Ein bestes Taschengeld, ich weiß, aber jetzt aber jeder hat mal klein angefangen. Okay. Süß. Da bist du wieder, Ash. Wie verlief deine erste Übung? Jeder Hieb und jeder Stoß ist eine wertvolle Lektion. Beobachte dich selbst und deinen Gegner. Er lehrt dich so viel wie jeder Fechtmeister. Kehre zurück, wenn du dich an das Schwert in deiner Hand gewöhnt hast. Es gibt noch viel, was ich dir zeigen möchte. Oh ja. Da bist du ja wieder, Ash. Gewöhnst du dich langsam an das Gewicht des Schwertes? Es ist an der Zeit, dass du etwas über Feindseligkeit lernst. Wenn wir angegriffen werden, richtet sich unsere Aufmerksamkeit automatisch auf denjenigen, der uns angreift. Das ist ganz natürlich, damit wir uns verteidigen oder den Angriff verhindern können. Umgekehrt gilt das als das Opfer unserer Attacken, der eine erhöhte Feindseligkeit entgegenbringt. Der Gladiator trachtet danach, die Feindseligkeit des Gegners auf sich zu ziehen, um seinen Mut und sein Können unter Beweis zu stellen. Er zieht die Gefahr auf sich, um so seine Gefährten zu beschützen und ihnen Raum zu verschaffen, sich auf ihre Weise am Kampf zu beteiligen. Verstehst du jetzt, was ich meine? Es reicht nicht, den nächstbesten Gegner zu erledigen. Der Gladiator kämpft gegen alle Gegner und beschützt so seine Kameraden. Ich gebe dir die Gelegenheit, das neu erworbene Wissen in die Tat umzusetzen. Gerade hat mich ein Hilferuf von Momodi erreicht. Randalierende Marodeure von außerhalb Uldas suchen den Treibsand heim. Gehe und erteile den Raudis eine ordentliche Lektion. Ziehe ihre Aufmerksamkeit und damit ihre Feindseligkeit auf dich, am besten mit einer Ich-Geste. Wenn dir das geglückt ist, sprich mit Momodi im Treibsand. Also los. Aye, aye, Captain. Kriegen wir hin. Abenteuergerede. Der erste Ort, wo wir wieder hin müssen. So. Yep. Ich weiß. Oh, scheiße. War ich so schnell? Na gut, ich glaube, die sagen sowieso gerade nicht besonders viel. Aber eigentlich kann ich das auch. Kann ich das auch auf sich beruhen lassen? Ich weiß nicht, wo das vorlesen, aber ich glaube, die sagen jetzt nichts wirklich Verheerendes. Hä? Hm?
So. Dem, 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 dem. Dem, 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 dem. Dem, 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 dem. Geiler Hut. Gott, ich bin schon so gespannt, was wir auch später für Ausrüstung haben werden. Mit den einzelnen Klassen. Das soll Wein sein? Das ist doch nichts als ein vergorener Traubensaft. Betrüger seid ihr. Okay. Das lese ich jetzt aus gutem Grund gerade vor. Wenn wir kommen jetzt in eine Szene. Ist ja ruhig sein? Ich geb dir gleich ruhig. Dann ist aber zappenduster hier. Was willst du denn? Du bist vorher die Lebensmüde. Warte, dein Nacken ist gerade gut genug, um den Rost von meiner Axt zu wischen. Zieh blank. Also im Treibsand ist ja immer was los. Da bekommt man ja Lust, mal so richtig die Puppen tanzen zu lassen. Habe ich dir vielleicht erlaubt, das Maul aufzumachen? Ich lasse mir meinen Maul von niemandem verbieten. Aber deins, das stopfe ich dir gleich. Hör zu, meine Axt freut sich schon auf deinen Halswirbel, guten Tag zu sagen. Okay, was wird er denn jetzt? Das Schwert. Ist das nicht das gefürchtete Blutrausch? Etwa? Nicht doch, nicht doch. Ich werde ja ganz verlegen. Also, wie sieht's aus? Hast du immer noch Lust auf ein rasantes Tänzchen? Mein Schwert ist ja ganz versessen, auf einen flotten Tango auf deinem Schädel hinzulegen. Ich gehe jetzt schon. Und tschüss. Ah, war's da schon? Der Spaß hat doch gerade erst angefangen. Will denn keiner mit mir tanzen? Was baumelt denn da von deinem Gürtel? Doch nicht etwa ein Gladiatorenschwert? Viel im Kopf scheinst du nicht zu haben, aber an Mumm fehlt es dir jedenfalls nicht. Du gefällst mir. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Aldis. Ich würde dir ja gerne einen ausgeben, aber ich bin gerade erst in Ulde angekommen und habe nicht einen Gil in meiner Tasche. Ich will auch einen Gladiator, ganz wie du. Aber jetzt gehe ich einer anderen Beschäftigung nach. Ich bin Jäger, ein Schürzenjäger. Es wird Zeit, dass ich gehe. Ein weiches Bett und ein nettes Frauenzimmer warten auf mich. Willkommen in Ulda. Stadt der Ausschweifung und Laster. Heißt es, und das ist nicht zu viel versprochen. Okay. Oh ja, wenn ich bedenke, was wir alles noch an Abenteuer erleben werden. Oh Gott, ich hab jetzt schon Schiss vor. Oh, hallo Momodi. Vielen Dank für deine Hilfe. Diese pöbelnden Marodeure sind eine echte Plage. Dieser Mann gerade sagte er nicht, dass sein Name Aldis sei? Ich dachte, er sei tot. Ich habe eine Bitte, Ash. Ganz im Vertrauen. Wenn du mit Mila sprichst, erwähne nicht, dass du diesen Aldis getroffen hast. Warum? Das ist eine pikante Angelegenheit. Wir sind hier in Ulda. Die Stadt hat viele Geheimnisse, bedeckt vom Wüstensand des Vergessens. Okay. Gut. Kriegen wir hin. Ich weiß, wir machen jetzt gerade alles irgendwie so ein bisschen durcheinander. Ist auch nicht besonders easy gerade. Aber wir wollen ja irgendwie auch vorankommen mit dem Leveln. Deswegen sollten wir zusehen, dass wir das so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. Wie ist es dir ergangen? Ist es dir gelungen, die Feindseligkeit deiner Gegner auf dich zu ziehen? Bravo, du hast das Herz einer wahren Gladiatorin. Aber dir bleibt keine Zeit, dich auf deinem Lorbeeren auszuruhen. Die Raudis, die du gerade vertrieben hast, stiften schon wieder Unruhe. Diesmal blieb es nicht bei Pöbeleien. Sie haben sich am Skorpion-Treff zusammengerottet. Die Händler überfallen. Die plumpe Art, mit der sie in ihre übergroßen Exos schwingen, ist eine Beleidigung für unsere meisterhafte Schwertkunst. Ich will, dass du ihnen diesmal eine gehörige Abreibung erteilst, die sie so schnell nicht vergessen werden.
Okay. Oh, das ist gut, dass wir da hingehen. Denn da gibt es, meine ich, auch Freibriefe der Stufe 5. Wenn da alle auf 5 sind, können wir da Freibriefe machen. Beziehungsweise auf 6. Das heißt, dann kommen wir noch mal ein bisschen schneller voran. Also, auf! Und ja, das heißt wieder jede Menge Freibriefe machen. Und die Musik, wenn man hier gerade rauskommt, ne? Die erinnert mich immer so an irgendein Anime. So. Und hier gibt es übrigens auch wieder Aufträge. Also, sehr schön. Für Mr. Kiste. Hey du, du siehst aus, als hättest du gerade absolut nichts zu tun. Jetzt sag bloß, dass das nicht stimmt. Komm her und hilf mir bei einer Lieferung. Ein paar Transportkisten aus der Bucht des Abendsterns scheinen scheinen Beine gewachsen zu sein. Haben sich einfach aus dem Staub gemacht. Ist dir etwas, ist nicht anders zu erklären. Dreh alles um, was nicht nietelnagelfest ist, kapiert? Ostalenaat Handelsgesellschaft müsste draufstehen. 3 Kisten sind weg. Finde und bring sie zu mir. Und zwar zackig. Okay. Hier ist auch noch was. Ja, die Lage ist prekär. Ist es prekär? Eine neue Bestellung stimmt nicht zur Debatte. Ob du es glaubst oder nicht, aber du kommst genau richtig, meine Liebe. Hättest du die Güte, einige der herstreunenden Kaktoren, um etwas Kaktormilch zu erleichtern? Die Büschlein brauchen das Zeug doch sowieso nicht. Mit 4 Flaschen wäre ich schon zufrieden. Um dir die genauen Gründe zu erläutern, fehlt mir leider die Zeit. Ja, richtig gehört. Zeit bringt, meine Gute. Denn Zeit ist Geld und von den beiden kann man gar nicht genug haben. Ja. Kann ich hier was verkaufen noch? Ich möchte gern mal. Kaufen. So. Das Leder verkaufe ich auch erstmal. Das sind, glaube ich, alles gerade Sachen, die ich noch nicht brauche. So. Rufen wir einfach mal. Dann haben wir hier einmal Kiste. Hier haben wir noch Freibriefe. Die wir natürlich einmal alle annehmen. Ja gut. Diese Stufe 1 brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Stufe 1 ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so unser Milieu. Warte mal, dann muss ich aber hier hinten hin. Ja, in einem blauen Quest machen wir da dann auch nochmal. Bei Zeiten. Ich habe 3 Kisten gesagt. 3. Ja, ja. Super, du kannst also zählen. Und es sind sogar die richtigen. Dann kann die Lieferung hier doch noch pünktlich rausgehen. Danke. Das Skorpionentreff ist ein Knotenpunkt im Güterverkehr. Jeden Tag gehen hier Güter raus, bis es dir schwindig wird. Lass dir das gesagt sein. Wir Transporteure sind den ganzen Tag beschäftigt. Das ist kein Zuckerschlecken hier. Ich würde auch lieber mit ein paar alten Kumpels einen Trinken gehen. Aber selbst dafür ist keine Zeit. Verdammt, wenn es doch nur einen einfachen Weg gäbe, ans schnelle Geld zu kommen. Ja, das ist das Problem, ne? Das altbewährte Problem. So, dann killen wir erstmal ein paar Kaktoren.
und machen sie den Kopf kürzer. So, ich weiß jetzt zumindest ungefähr, wie man als Gladiator kämpft. Wie gesagt, halt auch nur ungefähr. So die leichten Sachen, die mir beigebracht wurden. In den letzten Wochen. Du musst mir schon 4 Flaschen Kaktomilch besorgen. Wenn ich die nicht bald habe, ist der Schokobodung am Dampfen. Hier. Ah, bestens. Du hast mir das Leben gerettet. Als ich nämlich vorhin eine meiner Lieferkisten nach Urda öffnete, musste ich mit Schrecken feststellen, dass der Inhalt meiner Ratz-Adhan-Gesichtswasserfläschchen sich verflüchtigt hatte. Während des Transports hierher müssen sich die Verschlüsse gelöst haben. Mit so einer Begründung kann ich meine betuchten Kundschaften nicht kommen. Die würden mir die Flakons um die Ohren hauen. Deshalb werde ich sie ersatzweise mit der Kaktomilch füllen, die du mir besorgt hast. Die hat schließlich ebenfalls hautglättende Wirkung. Das Gesichtswasser aus Ratz-Adhan ist kostbar und selten. Vermutlich ist das noch keiner der Kunden je zu Gesicht bekommen. Wahrsten Sinne des Wortes. Wenn niemand den Unterschied bemerkt, werde ich den Leuten auch in Zukunft billige Milch für teure Geld verkaufen. Und der Obrigkeit verrate ich nicht mal, dass du mit mir kollaboriert hast. Ist das nicht freundlich von mir? Nö. Eigentlich nicht. Du hast doch einen Auftrag? Das Leben eines Lieferanten ist echt kein Zuckerschrecken. Den lieben langen Tag schleppen wir Kisten und Stellen zu. Für die eigene Post bleibt da überhaupt keine Zeit mehr. Du hingegen siehst aus, als hättest du gerade Langeweile. Wie passend. Ich habe hier nämlich rein zufällig einen Brief von einer Freundin namens Kipu. Die Gute lebt auf dem Silberbazar. Wäre klasse, wenn du ihr den Brief vorbeibringen könntest. Und wenn du schon mal dabei bist, besorg doch gleich noch 5 Hammerschnabelschwanzfedern. Die würde ich dem Brief nämlich gerne beilegen. Wegen ihrer Symbolkraft. Kikipu ist eine alte Freundin von mir. Musst du wissen. Vom Silberbazar hört man in letzter Zeit nichts Gutes. Deshalb bin ich ziemlich besorgt um sie. Okay. Rüstungshändler. Ey, mich würde erstmal eine Hose interessieren. Aber ich glaube, da werden wir kein Glück haben. Ich bin von der Horde-Äxte schwingender Räuber überfallen worden. Mein Last und Schokobo ist auf und davon. Bitte fang ihn ein und bring mir meine Ware zurück. Okay. Gut, das kriegen wir hin. Kleine Sticheleien. Beginn, ja. Seltener Kaktor. Da. Ach ja, naja, wenigstens sind jetzt andere Freibriefe, ne? Das sei schon mal als positiv hingestellt. Eigentlich kann ich das so machen. Wir denken, wir können das. Stufe 7. Aber das hier noch einmal. Ich weiß, dass das andere so schnell wie möglich eigentlich erledigt werden muss, aber. Wenn ein Level
hatten wir jetzt gerade. Das ist seltener Kaktor. Ich frage mich jetzt gerade, wo der andere seltener Kaktus sein soll. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein seltener Kaktus und da auch. So. Perfekt. Nein. Zurück möchte ich noch nicht. Den Fate würde ich gerne mitmachen. Seid hier gerade so einsam aneinander. Oh. Hallo, Jason. Okay, muss ich leider dann einzeln angreifen. Weil wenn ich jetzt den Gruppenangriff mache, kriege ich den rostigen Kobalo da mit rein. Na, warte mal. Ja. Okay, hier ist es jetzt wieder in Ordnung. Aber war schon spannend. Wie gesagt, geht so schneller, wie wir hier durchkommen. Desto mehr wir jetzt auch gerade finden, desto besser ist es für uns. Okay, warum Kodierung belastet? Ja, das sind doch alle in Ordnung. Das kann man nicht. Hä? Naja. Das Programm würde es wohl wissen. Wie gesagt, für mich ist halt wirklich jetzt nur noch am wichtigsten der Tank. Dass wir den haben. Okay, da hinten könnte ich etwas abgeben, ne? Eisenmangel. Huch. Ditte ist da.
Ah, okay, wir müssen jetzt diese komischen Klumpen sammeln. Ja, Stufe 8 werden wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Ganz eventuell vielleicht sogar irgendwie die Klasse komplett hoch. Nur eventuell. Steckt der Klunker? Ach, da hinten ist noch mehr. Ich meine, wie gesagt, ich wäre schon zufrieden, wenn wir jede Klasse erstmal auf 10 hätten. Das glaube ich auch erstmal mein Plan ist. Jede Klasse auf 10. Dann lässt sich damit zumindest auch schon mal ein bisschen besser arbeiten. Da sind auch noch welche. Jetzt kriege ich endlich das, was ich eigentlich haben wollte. Aber eigentlich muss ich das nicht da auf den Pocken eigentlich hier hin. Oben kommen eigentlich nur Sachen, womit ich welche leben kann. Dann nach da hinten zurück. Das ist eine scheiß Quest. Die ist halt echt mega nervig. Und mit. Giftige Forschung. Jupp. Okay. Ja, ich hab verstanden. So, da ist das Schatztruhe. Das ist halt sowas ähnliches wie das Ding mit den Röslingen. Mist. Brauche ich ja gar nicht. Oh ja, diese komischen Schnäbel. Den da ja. Nicht der brauche ich.
Und der letzte. Nein. So, und dann einmal noch nach da. Gar nicht so Schmuckstück. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Hier sind auch noch welche. In der Hoffnung, dass die Viecher mich nicht sehen. Okay. Mist. Na gut, bringt jetzt ja noch Erfahrung. Okay. Komm mal bei dir hierher. Kann auch wieder sich um Stunden handeln. Oh, egal. Das Mummelhörnchen ist gleich weg. Ja. Juhu! So, und dann mal wieder zurück. Jupp. Diesmal lasse ich mich wegporten. So. Dann einmal meine Belohnung. Huch. Ja, das wollte ich gar nicht. So, Stufe 9. Ja, Stufe 9 ist auch schon mal was. So, sehr schön. Ich bin von der Horde. Von einer Horde extra gefallen worden. Was? Achso, ja. Hatte ich. Danke, danke. Die Waren stellen mein ganzes Hab und Gut dar. Oder dich vielleicht ruiniert. Irgendjemand muss dieser Halunk das Handwerk legen. Ja, bestimmt. Gut, dann kümmern wir uns jetzt weiterhin hier um die... drei Briefe. Wie gesagt, wir haben leider auch nichts anderes übrig.
Wie gesagt, wenn einer drauf zählt, ist super.